Tagchen und grüß euch! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Top Secret Locations in GTA 5 Online. Heute müssen wir mal ein bisschen fliegen, deshalb haben wir uns mal den neuen Helikopter geschnappt, um ein paar coole Locations herauszufinden. Und da fangen wir gleich mal an in einer ärmeren Gegend, die gleicht echt irgendwie schon ein Ghetto. Das ist so eine kleine Seitenstraße, die wir jetzt schon hier vor uns liegen sehen. Und da befindet sich ein göttliches Gemälde an der Wand in so einer Art Ghetto, wie schon gesagt. Und da ist es ja üblich in Amerika, dass da sehr viel Zeichnungen an der Wand sind. Manche sind sehr schön, manche ist es einfach nur irgendwas hingesprayt. Aber diese Zeichnung ist hier wirklich sehr schön. Aber bei genauerem Hinsehen werden wir doch etwas Unangenehmes feststellen. Hier befindet sich das erstmal auf der Karte und da leuchtet schon der nette Helfer gegen. Es ist, ja, man könnte fast schon sagen, Gott, also Jesus. Es sieht echt danach aus. Aber wenn man da ranzoomt, kann man leider nicht genaueres erkennen, ob er jetzt wirklich halt mit dem Nagel da festgemacht wurde an den Händen oder so. Man sieht einfach nichts, weil das so ein bisschen verpixelt ist. Ihr werdet es jetzt nochmal sehen, dass ich da ranzoome. Und da wird es auf einmal so ganz verpixelt. Also man kann nicht mal das Gesicht sehen. Da haben die auf alle Fälle noch etwas Abstand zu religiösen Gemälden genommen, GTA. Und das finde ich auch gut, denn manche fühlen sich dabei ziemlich schnell, ziemlich stark angesprochen oder beleidigt, wenn da irgendwas mit der Religion in Verbindung gesetzt wird, was sie nicht gerne sehen wollen. Weiter geht es dann auch hier mit dieser Location. Die ist hier sehr lustig und das ist, naja, nicht lustig. Lustig hört sich übertrieben an. Und zwar ist das hier nämlich eine Stelle, an der einer gestorben ist. Und da sehen wir einen Brief, da schreibt jemand, I'll always love you, also ich werde dich immer lieben, mi Hermano, mein Hermano. Und da nochmal auf irgendeiner anderen Sprache, Spanisch oder Mexikanisch, das kann gut sein. Hier, ich kenne mich damit leider nicht so aus. Und hier sehen wir jedenfalls auch noch ein Kuscheltier, ob es ein Kleinkind ist, das weiß man nicht. Ganz viel Kerzen und noch Blumensträuße. Und was hier dran lustig ist, was ich schon sagte, ist nur, dass hier direkt eine Mission ist, die Verteidigung heißt, Viertel vor Tod. Also hier ist dann dabei vielleicht bei der Mission einer gestorben, bei irgendwelchen Schlachten hier in der Gegend. Das ist immer noch in der Nähe dieses Ghettos, bei dem wir gerade waren. Oder einfach bei einem Autounfall dagegen gefahren, denn hier sind ganz viele Autobahn in der Nähe von dieser Gegend. Weiter geht's aber mit einem etwas angenehmeren Ort. Das ist die Playboy-Mansion. Viele von euch werden sie wahrscheinlich schon kennen. Und zwar ist hier immer ab 8 Uhr in der Nacht, also 20 Uhr, eine fette Party. Hier sind manchmal Frauen auch oben ohne, wie wir es jetzt sehen werden. Ja, und die vergnügen sich dann hier ein bisschen. Und was noch richtig cool ist, ist diese Einfahrt. Wenn ihr da reinfahrt, das sieht so pompös aus. Das ist diesen echten Gebäude so echt nachempfunden. Ihr könnt ja mal bei Google Bilder nachschauen. Unglaublich, wie gut das gelungen ist. Und wenn man dann weitergeht, ist hier so eine richtig coole Lagune. Die ist auch genauso beleuchtet wie das gesamte Haus überall. Und hier drin sind auch nochmal Leute. Und was ich richtig cool finde, diese Fackeln, wie echt die aussehen. Dieses Feuer so realistisch, wie es auch im Wind weht. Weiter geht's mit dieser Location hier. Das ist echt weit außerhalb. Erstmal dieses kleine Easter Egg. Nenn ich es einfach mal James Bond, könnte das sein. Der Name ist ein bisschen verdreht so. Könnte man jedenfalls mit verbinden, dass das eine Anspielung auf James Bond sein soll. Daneben ist auch ein Gefängnis, Ausbrüche. Und James Bond macht ja auch immer was mit Action. Das ist hier auch irgendwas Actionbezogenes. Könnte ein kleines Easter Egg sein, habe ich nur mal so nebenbei gezeigt. Hier sind wir eigentlich nur wegen diesem Gerät. Und zwar sieht das echt so aus wie dieser, naja, nicht echt, mit bisschen Fantasie kann man so sagen, sieht das aus wie der Roboter aus Borderlands. Und zwar werden wir ihn jetzt mal eingeblendet sehen. Der hat nämlich auch diese weißen Streifen, genauso wie dieses Gerät. Und ihr habt ja gerade gesehen, dieses graue kleine Viereck da oben, wie wir es jetzt hier am Hinterteil nochmal sehen. Und das hat dieses Gerät, dieser Roboter aus Borderlands auch, nur dass dabei ein Auge ist. Und der hier ist, naja, nicht so wirklich dem nachempfunden, aber könnte man damit schon in Verbindung setzen mit etwas Fantasie, wie schon gesagt. Denn die Spiele wurden ja beide nicht von den gleichen Unternehmen entwickelt. Deshalb möchte man vielleicht nicht zu sehr das gleiche haben, aber so eine kleine Anspielung ist doch von Rockstar Games oft immer der Fall und deshalb denke ich auch, dass das ein kleines Easter Egg dafür sein soll. Hier sehen wir dann jetzt jedenfalls auch schon leider die letzte Location, die ist aber richtig lustig und zwar ist das hier ganz oben an diesem Haus auf der Baustelle und da müsst ihr einfach diesen Weg mal hier lang gehen, den ich gerade gehe und links sehen wir gleich eine kleine Einbuchtung, wo man reingehen kann und da denkt man eigentlich, dass der Zaun da ist, aber nein, der ist nicht hier über die gesamte Strecke, da ist ein kleiner Weg, man passt gerade so durch mit diesen muskulösen Schultern. Komm, Typ hier gerade so noch durch. Und jetzt sind wir hier im Stockwerk ganz oben und überall ist Zaun. Also man kann hier nirgendwo rein, außer an dieser kleinen Stelle. Wenn ihr Kopfgeld habt, müsst ihr hier unbedingt reingehen. Man kann hier rausschießen. Ihr werdet gleich sehen, wie ich versuche rauszuschießen. Aber es kommen dabei Funken. Aber lasst euch davon nicht beirren. Man schießt wirklich raus. Ihr werdet es gleich nochmal sehen. Da steht der eine, der gerade den Helikopter die ganze Zeit geflogen ist, noch vorne am Helikopter und den werde ich gleich mal anschießen. Da werden wir sehen, dass das Blut spritzt und er kann mich leider Gottes auch anschießen. Also so wirklich sicher sein,
seid ihr nicht. Wenn, müsstet ihr euch hinter einer Säule verstecken, sodass ihr perfekt den Eingang seht. Aber das war's jetzt auch schon von der Ausgabe Top Secret Locations. Da seht ihr es jetzt nochmal, wie das Blut gleich spritzen wird. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, diese Ausgabe. Wenn ja, zeig's mir doch einfach anhand eines Likes, wie bei der letzten Folge. Unglaublich, wie ihr diese Serie unterstützt. Finde ich richtig goldig von euch. Vielen Dank dafür auf alle Fälle. Dann hoffe ich, dass wir uns spätestens in der nächsten Top Secret Locations Ausgabe sehen. Wenn nicht, sogar noch viel eher im morgigen Video. Bis dahin, euer Jan.